Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel spricht sich für eine Neuordnung der EU-Außenpolitik aus. Ziel müsse es sein, handlungsfähiger und einiger zu werden, sagt Merkel bei einer Europaveranstaltung im bayerischen Otto Beuern. Sie spricht sich für einen europäischen Sicherheitsrat mit rotierenden Mitgliedern aus, wo man schneller handlungsfähig ist. Die Idee eines Sicherheitsrates in der EU, in dem nicht alle künftig 27 EU-Mitgliedstaaten zugleich vertreten sind, wird bereits früher auf den Tisch gelegt. Ein rotierendes System würde bedeuten, dass entweder die großen Länder immer präsent sind und die kleinen EU-Staaten sich abwechseln müssen, oder aber, dass auch große EU-Staaten wie Deutschland und Frankreich teilweise nicht über die EU-Außenpolitik mitbestimmen können. Beides dürfte ebenso wie die Aufgabe der Einstimmigkeit umstritten sein. Für Merkel könne es keine sinnvolle Lösung für die Zukunft sein, dass die europäische Außenpolitik stets auf Einstimmigkeit basiere. Sie verweist darauf, dass man nur mühselig eine Russland-Sanktionspolitik zustande gebracht habe. Auch gegenüber den USA gebe es Nuancen zwischen EU-Staaten. EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker hat ebenfalls ein Ende der einstimmigen Entscheidungen in der EU-Außenpolitik gefordert.